Ich komme ja aus der figürlichen Malerei und durch die Raumarbeiten ist das Gewicht mehr hin Richtung Abstraktion verschoben worden. Das, was sich da an Form dann entwickelt hat oder was ich an Formen gefunden habe, interessant fand, habe ich dann auch wieder in die Leinwandmalerei übernommen. Aber es hat schon immer einen gegenständlichen oder figürlichen Aspekt, die Arbeit auch. Jedenfalls hat mich in der Malerei immer beschäftigt, in welchen Orten wir uns heutzutage bewegen, was also die prägenden Orte sind. Das Leben findet ja häufig auch in den Einfamilienhaussiedlungen im Speckgürtel statt oder eben in den Innenstädten von größeren Metropolen, wo es einfach wieder einen ganz anderen Charakter hat. Und mich hat einfach dann immer interessiert, was das für Orte sind, was die für eine Qualität haben. Es sind ja nicht immer die schönsten Orte, aber sie haben halt ganz eigene Qualitäten. Und da gehört zum Beispiel auch eine gewisse Austauschbarkeit dazu, dass man nicht mehr genau weiß, zu welcher Stadt gehört das jetzt. Oder ist das in Deutschland oder in einem anderen Land? Und diese Charakteristik rauszuarbeiten, das hat mich immer interessiert. Und jetzt versuche ich dieses Nicht-Statische, was ja diese Räume auch haben, weil man da ja nicht lange ist, also dieses etwas Flüchtige eben da auch in diese Raumarbeiten reinzunehmen, dass ich da eben diese Räume weite und dass man eben nicht so genau weiß, wo ist der Horizont, wo ist der Standpunkt oder ist das jetzt die Wand da oder ist das jetzt einfach eine Farbfläche, die vorgibt, da an der Stelle Wand zu sein oder Schatten von irgendwas zu sein. Also in diesem Fall, weil das jetzt ein enger und nicht so heller Flurraum ist, habe ich eben sehr linear gearbeitet und dann nur auf sehr hellgraue Flächen zurückgegriffen. Und jetzt bin ich also mit diesen Linien im Raum sehr glücklich, weil ich da einfach Farblinien im Raum machen kann, die Räumlichkeit mit drin habe, die Farbe mit drin habe, also auch dann in Form von Malereien, die ich integriere, und aber eben auch die Farbzeichnung mit drin habe.